Hallo und willkommen zu einem weiteren Tag der 30 Tage Blog Challenge. Heute schaffen wir die Gelegenheiten für deinen Blog, um damit ein Einkommen zu generieren. Was wir heute behandeln werden: Möglichkeiten finden, deinen Blog zu monetarisieren, mit denen du heute starten kannst. Und wir sprechen über die Dienstleistungen und Produkte, die du vielleicht entwickeln kannst, um Mehrwert zu bieten und bezahlt zu werden. Sehr wahrscheinlich bist du jemand, der finanziell von seinem Blog profitieren möchte. Vielleicht hast du mit deinem Blog als Nebenbeschäftigung gestartet, um damit zu experimentieren, ob du eine Online-Präsenz aufbauen kannst, die dich dann wahrscheinlich zu folgender Frage führen wird: Wie kannst du mit deinem Blog mehr anstellen und davon leben? Es erfordert mehr als nur die Erstellung von Content und eine ansprechende Marke, um Geld damit zu verdienen. Die Menschen wünschen sich von deiner Arbeit Lösungen für ihre Probleme und Mehrwerte. Dein Blog ist der erste Schritt, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Und er kann Menschen dazu bringen, ihr Geld gegen mehr Unterstützung bei den Problemen, die sie haben, einzutauschen. Um wirklich in der Lage zu sein, von deinem Blog zu leben, gehört mehr dazu, als einfach nur einen Blog zu betreiben, einige Werbeanzeigen in die Sidebar zu packen oder zu lernen, wie man Traffic generiert, damit man sich zurücklehnen und beobachten kann, wie das Geld reinkommt. Das kann theoretisch jeder Blogger tun und damit Geld verdienen. Aber Anzeigen lohnen sich auch nur dann und bringen ein signifikantes Einkommen, wenn man sehr viel Traffic auf seine Webseite bekommt. Im Moment ist es also am besten, sich zuerst darauf zu konzentrieren, die eigene Glaubwürdigkeit zu stärken. Hier sind einige meiner Lieblingsmethoden, um Monetarisierungsmöglichkeiten für deinen Blog zu schaffen. Die erste ist die Schaffung eines serviceorientierten Geschäfts. Der einfachste Weg, deinen Blog zu monetarisieren und ein höheres Einkommen zu erzielen, ist das Angebot von einem Service. Denn ein Service ist flexibel und erfordert kein Inventar. Und darüber hinaus ist es eine großartige Möglichkeit, im Bilde zu sein, was dein Publikum braucht, indem du persönlich involviert bist, indem du mit ihm arbeitest und du gleichzeitig Geld dabei verdienst. Zwei der häufigsten Dienstleistungen, die du anbieten kannst, sind folgende. Die erste ist Coaching. Es ist eine gute Möglichkeit, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, besonders wenn du jemand bist, der bereits kostenlose Beratung anbietet. Es ermöglicht die Intimität einer privaten Interaktion, um Probleme für deine Kunden zu lösen und noch größere Ergebnisse für sie zu erzielen. Die zweite Möglichkeit ist Beratung. Denke an Grafikdesigner, Texter, Webdesigner und andere. Diese Aufgabe ermöglicht es, dass mehr Dinge bei deinen Kunden umgesetzt oder implementiert werden. Anstatt ihnen also beizubringen, wie man es selbst macht, tust du es für sie. Hier ein wichtiger Hinweis: Wenn du mit Coaching oder Beratung beginnst, ermöglicht dieses dir, den Prozess zu verstehen, wie du helfen kannst und die Journey, die es braucht, um deine Kunden zu Ergebnissen zu bringen, die du ihnen versprichst. Und das bedeutet für dich, dass du eine Roadmap deiner Prozesse erhältst und du die Möglichkeit hast, in Zukunft eigenständige Kurse oder Produkte daraus zu gestalten. Eine zweite Möglichkeit, um Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen, besteht darin, ein gefragter Speaker zu werden. Wenn du jemand bist, der gerne spricht und Personen auf öffentlichen Bühnen beeinflusst, kannst du dich als Speaker positionieren. Es gibt viele Veranstaltungen, Workshops, Retreats, physische und virtuelle, die von hochrangigen Referenten gehalten werden, um einen Mehrwert zu schaffen. Dieses kann dir wirklich viele Türen öffnen. Du hast damit die Möglichkeit, deine eigene Autorität aufzubauen, deine Marke aufzubauen und Kunden zu gewinnen. Wenn du also deinen eigenen Einflussbereich auf deinem Blog aufbaust, solltest du in Betracht ziehen, Videos einzubauen, um den Leuten eine Vorstellung von deiner Präsenz zu vermitteln und ihnen wirklich einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie es ist, dich sprechen zu sehen. Eine dritte Möglichkeit, um Monetarisierungsmöglichkeiten zu schaffen, ist die Erstellung von Online-Kursen. Wenn du jemand bist, der sich selbst als einen guten Lehrer betrachtet und du es liebst, Lehrpläne und Anleitungen zu erstellen, die den Menschen helfen, zu lernen, wie man bestimmte Dinge selbstständig macht, solltest du dieses in Betracht ziehen. Kurse können lustig, interaktiv und eine großartige Einkommensquelle für deinen Blog sein. Du kannst großartige Videos, Arbeitsbücher, Übungen und sogar eine Kurs-Community kombinieren, um deine Kunden zu unterstützen. Ein skalierbarer Online-Kurs bedeutet, dass du einmal ein Produkt erstellst und es dann immer wieder und wieder verkaufen kannst. Wenn du also wirklich viel Arbeit in die Schaffung eines Kurses investierst, der den Menschen wirklich weiterhilft und sie zu prägnanten Ergebnissen führt, kannst du wirklich ein passives Einkommen schaffen, um davon zu leben. Ein vierter Weg zur Monetarisierung besteht darin, virtuelle Workshops und Programme zu gestalten. Ein virtueller Workshop oder Programm ist einem Online-Kurs sehr ähnlich,
wird aber live angeboten. Es ist auch nicht notwendig, wie bei einem Online-Kurs, viele Inhalte vorab zu erstellen und du kannst die Vorteile des Vorverkaufs deines virtuellen Workshops nutzen, noch bevor er beginnt. Es ermöglicht dir, die Intimität von Live-Lehrveranstaltungen mit Gruppenkursen zu kombinieren. Es ist auch eine erschwingliche Möglichkeit für dein Publikum, von dir zu lernen, wenn sie sich kein Einzelcoaching oder Einzelberatung leisten können, und es verbindet sie auch mit anderen Lernenden dabei. Der fünfte Weg zur Monetarisierung ist das Schreiben von E-Books. Wenn du es vorziehst, zu schreiben, um deine eigenen Bücher zu veröffentlichen, ist das vielleicht die ideale Idee für dich. Ein Autor zu werden ist auch eine gute Möglichkeit, deine Autorität in deiner Nische zu etablieren. Ein Buch kann als Werkzeug verwendet werden, um sich als Speaker oder Gastredner für andere Blogs oder Videochannels zu präsentieren. Ich würde persönlich vorschlagen, E-Books als zusätzliches Einkommen zu verwenden und Dienstleistungen oder virtuelle Workshops zu nutzen, über die ich gesprochen habe, da dies die Wege sind, mit denen man eher mehr Geld verdienen kann. Eine sechste Möglichkeit, Geld zu verdienen, besteht darin, physische Produkte herzustellen. Nun, viele Blogger verdienen ein gutes Einkommen damit, ihre eigenen physischen Produkte zu entwickeln und sie zu verkaufen. Wenn du ein kreativer Macher bist, kann dies der Weg für dich sein. Beachte jedoch, dass dieses Modell bedeutet, dass es zu Beginn einige weitere Vorabkosten geben kann, wenn es um die Produktion deines Produkts geht. Auch Dinge wie Lagerhaltung und Versand sollten dabei bedacht werden. Möglicherweise benötigst du auch ein Team, das dir bei den Abläufen eines physischen Verkaufsmodells hilft, sodass du es als Teil deiner Investition betrachten solltest. Plattformen wie Etsy können das Kauferlebnis auf dem Marktplatz für dich einfach machen und du kannst deinen Blog als eine Möglichkeit nutzen, den Traffic zu deinem Shop auf Etsy zu lenken. Wie auch immer du dich entscheidest, deinen Blog zu monetarisieren, stelle bitte sicher, dass es sich um ein Modell handelt, das deine Stärken und Interessen ausspielen kann. Alle diese Monetarisierungsmöglichkeiten funktionieren, aber welches davon funktioniert am besten für dich? Also sei ehrlich mit dir selbst und frage dich, was du gerne tust, anstatt das zu wählen, womit du im Moment das meiste Geld verdienen kannst. Deine natürlichen Fähigkeiten, die für bestimmte Modelle besser geeignet sind als für andere, können absolut den Unterschied machen, ob du darin erfolgreich bist oder nicht. Und du kannst auch verschiedene Möglichkeiten kombinieren, um Geld mit deinem Blog zu verdienen. Aber für den Anfang ist es am besten, einfach nur mit einer einzigen zu beginnen. Heute haben wir dir einen kleinen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten gegeben, deinen Blog zu monetarisieren. Das war's für heute. Jetzt mach weiter und erledige die Challenge von heute und wir sehen uns morgen.